Dieses Buch soll dich aufklären und die Ernährungsblogs in sozialen Medien als Laienrevolte enttarnen. Guten Morgen! Das neue Buch von Eva Maria Endres. Ernährung in den sozialen Medien weckte meine Aufmerksamkeit, weil ich mich genau in diesen sozialen Medien auch befinde. Du kennst genau wie ich das unruhige Gefühl, wenn du im Internet die Ernährungsempfehlungen auf diversen YouTube-Kanälen oder auf Webseiten hörst, die immer wieder die eigene Ideologie verstärken und meist andere Meinungen versuchen lächerlich zu machen. Bist du nicht für meine Ideologie, dann bist du falsch oder du wirst ins Abseits gestellt. Bei YouTube, beim Großteil der Kanäle könnt ihr genau das verfolgen. Und das oftmals sogar im Namen der Wissenschaft. Ich bin ja derjenige, der alles nur wissenschaftlich macht und ich habe da die Studien und die anderen machen das nicht. Das passiert mit fast allen Ideologien, auch die, die sich gegenüberstehen. Fast Food versus Slow Food, Fleisch versus Vegan, High Carb versus Low Carb, Rohkost versus Kochkost, Instinkt versus Nährstofftabelle und all das. Kurioserweise denken immer mehr die Fans des einen Kanals, dass wirklich nur dieser eine Kanal derjenige ist oder diejenige ist, der wissenschaftlich korrekt arbeitet und die Wahrheit kennt und die anderen nicht. Bloß die des anderen Kanals, die sehen das ja genauso. Da kam dieses Buch genau zur rechten Zeit, um es zu lesen und euch vorzustellen. Das Buch hat sich zum Ziel gesetzt, dir neutral und wissenschaftlich die Ernährungskommunikation im Internetzeitalter zu beleuchten. Die Veränderungen durch die sozialen Medien sind in jedem Bereich eklatant und eben keine Parallelwelt mehr, sondern Realität für uns geworden. Wir finden darüber Freunde, Veranstaltungen, teilen unsere tollsten Erlebnisse und Gefühle und bilden uns weiter. Und genau da setzt dieses Buch an. Vor dem Internetzeitalter gab es, ja, wie Frau Endres feststellte, so ein hierarchisches Experten-Laien-Verhältnis. Und jetzt gibt es ja so viele Laien, die mehr Gehör finden als Regierungsinstitutionen, dass Frau Endres durchaus dies kritisch anmerkt und auch berechtigt kritisch anmerkt. Aber um dir erstmal zu näher zu bringen, wer diese Frau Endres ist, mal ganz kurz. Sie und ihr Mann, die haben diesen Status als legitimierter Ernährungsexperte inne und was natürlich dann auch so ein bisschen einen Interessenskonflikt darstellt und das Buch in seiner potenziellen Objektivität natürlich auch einschränkt, wenn sie denn Kritik daran äußert. Aber man muss natürlich sagen, klar, ein Experte per se weiß wahrscheinlich mehr als ein Laie. Das muss man auch dazu sagen. Es hat sich aber was geändert und das ist ein wichtiger Faktor, der in diesem Buch überhaupt nicht erwähnt wird. Früher war die Bildung ein Privileg mit engen Zugangsbeschränkungen. Heutzutage hat jeder den vollen Zugriff auf alle Informationen, ein gewisser Grundintellekt vorausgesetzt, wie man an die Informationen kommt. Da ist es vollkommen möglich, dass ein nicht speziell ausgebildeter Ernährungsexperte über mehr Wissen und profundere Kenntnisse verfügt als mit einem Zettel ausgestatteter Ernährungsprofessor. Dass dies natürlich nicht immer der Fall ist, das sehen wir auch bei YouTube und bei den vielen Selbstdarstellern, mich eingeschlossen, auf täglicher Basis. Das heißt, da ist schon ein Potenzial da, was die Frau Endres total abtut. Und das ist schade, weil so verrennt man sich so ein bisschen in denselben Tunnel. Denn die geistige Trägheit und das aufgeblähte Ego von Menschen, die sich mit Titeln schmücken, ist auf der anderen Seite auch seit den Anfängen der Menschheitsgeschichte immer wieder zu bewundern. Und eben auch in diesem Buch. Da sollte, und auch das ist in dem Buch leider nicht explizit Thema geworden, der Fokus von all denjenigen, die sich bilden wollen, immer auf den Themen liegen und nicht auf den Menschen, die diese Themen rüberbringen, sondern wirklich nur auf die Fakten. Und jeder, der eine akademische Ausbildung hat, der hat gelernt, Studien zu lesen und weiß, was wissenschaftliches Arbeiten bedeutet. Ein Studium eines Fachgebiets ist immer nur der Ausdruck des aktuellen Wissens einer entsprechenden Professur zu dem damaligen Zeitpunkt. Und da kann ich aus eigenem oder ja doch aus meinem eigenen Studium sprechen. Der Professor ist oft mehr mit seinem Alltagsgeschäft beschäftigt, als sich ständig up to date zu halten. Das mag so oder so sein, je nach Professor. Und bei Germanistik und Philosophie, da ist das auch nicht so tragisch.
Aber in Ernährungswissenschaften ist es schon etwas bedenklich, wenn man da nicht up to date ist. Weil die ändern sich, ja, kann man schon sagen, im fröhlichen 5-Jahrestakt. Das Buch besticht aber durchaus durch eine klare Analyse der Defizite in der alltäglichen Kommunikation. Und zwar vor allem der großen Ernährungsinstitute. Denn es gibt ja einen wissenschaftlichen Konsens, der ist ja da in der Ernährung. Und da kann durchaus auch als aktueller Wissensstand gelten. Und bei diesem Thema entfaltet sich auch tatsächlich das Buch voller fruchtbarer Gedanken. Nicht nur Kritik, sondern auch Konstruktives wird gebracht. Positive Aspekte der sozialen Medien wie die Bildung von Communities und die erhöhte Sensibilisierung von wichtigen Themenbereichen, das bleibt alles nicht unerwähnt und paart sich mit sehr interessanten statistischen Auswertungen und zahlreichen wissenschaftlichen Quellen, die man im Anhang dann durchaus als weiterführende Literatur sich zu Gemüte führen kann. Das Buch eignet sich eher nicht zum so schnell mal durchlesen, ist aber vielmehr eine interessante Quelle, so eine richtig große Quelle von Fakten. Was allerdings immer so wenig durchscheint, ist ein bisschen antiquiertes Verständnis von sich mit Ernährung beschäftigen. Wenn ich, Samuel, mich nicht intensiv mit Ernährung beschäftigt hätte, und da spielen die sozialen Medien eine große Rolle, viel mehr als Studien oder offizielle Ernährungsinstitute, sondern eigentlich nur die sozialen Medien, dann wäre ich wahrscheinlich schon tot oder zumindest noch fett. Frau Endres zeigt hier eine ganz klare, bornierte, also eingeschränkte Sichtweise, die sich auch in diversen Interviews und Aussagen in und außerhalb des Buches feststellen lässt. Ein Statement wie: alle Blogger bewegen sich häufig am Rande einer Essstörung. Also alle Foodblogger. Ich kenne so viele YouTuber, Blogger, die durch intensive Auseinandersetzung mit der Ernährung von Tag zu Tag gesünder wurden und sogar Krankheiten und Essstörungen besiegt haben. Und das live und real vor der Kamera und nicht irgendwo in einer Studie, wo keiner weiß, wer diese Menschen eigentlich waren und ob die jemals existiert haben. Deren Ergebnisse sollen uns dann zeigen, wie wir uns zu ernähren haben? Nee, dann nehme ich doch lieber jemanden, der das selber ausprobiert hat und wo ich wirklich sehe, hey, der hat sich zum Positiven entwickelt. Ist meine Meinung. Ne? Das Frau Endres ist so ein bisschen Klassiker so einer konditionierten jungen Frau, die nicht auf der Suche nach der Wahrheit ist, sondern in einer psychologischen Komfortzone verweilt. Weil nur das richtig ist, was richtig sein darf und was schon immer richtig gewesen ist. Das sollte man beim Lesen des Buchs immer ein wenig mit ins Kalkül ziehen. Aber das hilft auch auf der anderen Seite, zum Beispiel als Blogger oder als YouTuber, sich kritisch zu hinterfragen und seiner Verantwortung gegenüber den anderen Menschen auch gerecht zu werden. Das Buch hebt mir schon den Zeigefinger und sagt, hey, das ist alles nicht so gut. Und das ist natürlich auch immer befruchtend für jemanden, der selber Content in die Welt hinausbringt. Leider beschränken sich die moralischen Vorstellungen bei Frau Endres ja lediglich auf Menschen, das muss man auch wissen. Tiere sind, wie aus ihren Aussagen klar hervorsticht, analog der Rechtsprechung eine Sache, ein Ding. Der O-Ton aus dem Buch: Veganismus ist eine rigide Ernährungsform, die verwirrte und enttäuschte Verbraucher zulässt. Weiterhin reagiert sie mit ihrem Mann, mit dem sie ein Restaurant betreibt, auch da wieder Interessenskonflikt, aber egal, ein Restaurant betreibt, auf ein gemeinsames Interview, ja, geradezu grotesk auf die Frage, dass Veganer ja nicht nur aus gesundheitlichen Gründen vegan sind, sondern eben auch aus ethischen Gründen und dass da vielleicht was dran sein könnte, Fleischkonsum zu meiden. Und da meinte dann, oder die meinten die beiden, es ist nicht ganz genau hervorgegangen, wer von den Pärchen das gesagt hat, bei einer Diskussion, die wir bei uns mal im Restaurant hatten, da war mal eine Veganerin und die sagte, Fleisch essen wäre wie Kinderpornografie. Da kommt dieser Überlegenheitsduktus zum Vorschein. Aber immer wenn wir essen, da tun wir ein Tier oder Pflanze Gewalt an. So, das war so ungefähr das, was dann die Frau Endres zum Besten gegeben hat oder entsprechend ihr Mann. Liebe Frau Endres, das ist wirklich wissenschaftlich aus einer persönlichen Erfahrung auf die Masse der sich pflanzlich ernährten Bevölkerung zu schließen, aus diesem Statement, wenn das die Antwort auf die Frage ist. Übrigens, genau diese persönlichen Erfahrungen zu verallgemeinern und auf alle zu übertragen ist eine von ihr im Buch völlig zu Recht attestierte grundlegende Problematik vieler Blogger, die sie selbst ebenso pflegt.
Sie selbst ist übrigens auch Social Influencer bei Twitter seit 2011. Allerdings nicht so aktiv, also der letzte Beitrag war glaube ich schon 2016. Nun ja, der Vollständigkeit halber fragte dann die Reporterin damals Tagesspiegel, ich verlinke euch auch die Quelle und das komplette Interview, ah, es gibt doch schon einen Unterschied zwischen Pflanzen und Tieren. Da meinten die beiden, ja, wir vergehen uns immer an Lebewesen, wenn wir sie essen. Es ist ein gewalttätiger Akt der Zerkleinerung. Aber dafür gibt es ja das Erntedankfest, wo wir unsere Schuld entgehen können. Also ohne Scheiß. Also ich verlinke euch die Quelle unten. Also es fällt dann natürlich schwer, so ein Buch noch neutral zu betrachten, wenn man weiß, welch geistig Kind hinter diesem Buch steht. Aber der kritische Leser, ja, der braucht nicht mal diese Zitate, die ich jetzt rausgefunden habe, weil ich auch immer gerne wissen möchte, wer der Autor ist eines solchen Buches. Der braucht nicht mal die Zitate, sondern er kann zwischen den Zeilen auch so eine gewisse Arroganz und Überheblichkeit feststellen. Ausgehend von ihrem Expertenstatus, wo ich euch gesagt habe, dass das per se gar nicht so anzunehmen ist, nur weil jemand vielleicht ein Studium gemacht hat in diese Richtung. Aber da sind wir dann genau bei meiner Empfehlung, dass man Themen losgelöst von Personen sieht und sich trotzdem noch thematisch mit diesem Werk auseinandersetzt. Und sie zeigt wirklich auch einige Dinge sehr gut auf und zeigt auch, was ich vorhin schon gesagt habe, Social Influencern wie mir den Spiegel auf und spricht ganz klar wirkliche Problematiken an, die mit der Ernährungskommunikation in den sozialen Medien einhergehen. Zum Beispiel, wenn man bei der Essenszubereitung unnatürlich anfängt zu dekorieren und das als Realität verkauft, dann zieht das nicht nur bei den Zuschauern negative psychologische Konsequenzen nach sich, weil man denkt, das ist normal, sondern auch die Protagonisten selber unterwerfen sich zunehmend einen gewissen Druck, etwas zu präsentieren. Auch Narzissmus ist ein großes Problem vieler Blogger und YouTuber, was eindrucksvoll auch in diesem Buch aufgezeigt wird. Also auch das, was psychologisch dahinter steht bei den Machern. Aber natürlich auch generelle Probleme wie der Umgangston, insbesondere bei Facebook, die werden nicht nur genannt, sondern wirklich wissenschaftlich analysiert, mit Statistiken unterlegt. Das fand ich sehr, sehr gut. Das Buch liegt thematisch am Puls der Zeit und sensibilisiert für wichtige Themenbereiche. Da gebe ich neutrale 3 Sterne. Wenn man den fehlenden Wissensstand, was pflanzliche Ernährung angeht, ausblendet und die Arroganz anzunehmen, dass Menschen anhand ihrer Reproduktionsfähigkeit während eines Studiums von 4 Jahren eine lebenslange Qualifikation erhalten, dann bringt das Buch klare und nachvollziehbare Gedanken auf den Tisch, um sein eigenes Nutzerverhalten selbstständig und kritisch auch zu hinterfragen und auch Anregungen eben für Blogger und YouTuber wie mich. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Das Buch ist unten verlinkt. Wir sehen uns übermorgen wieder. Euer Samuel.